Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute einen Apfelquarkkuchen machen und dafür brauche ich zum einen einen Mürbeteig, den mache ich mir gleich. Zum anderen habe ich gerade meine Äpfel geschält, sind 600 Gramm. Das waren jetzt grüne Äpfel. Ich habe die geschält, grob geviertelt, habe sie mit 50 Gramm Zucker bestreut mit etwas Zimt. Die lasse ich jetzt stehen und etwas ziehen. Da kommt etwas Apfelsaft raus. Stelle ich einfach zur Seite und lasse es kurz einwirken. Dann habe ich mir einen Mürbeteig hergerichtet. Das ist eigentlich mein simpler 1-2-3-Mürbeteig. Also ein Teil Zucker, zwei Teile Butter, drei Teile Mehl. Das Einzige, was ich heute ändere, ist, ich gebe etwas Backpulver dazu. Denn ich werde den Teig vorbacken im Backofen. Da möchte ich, dass er etwas luftiger wird. Denn wenn ich den Apfel dazu gebe und die Masse oben drüber gieße, wird der Teig ganz schön runtergedrückt. Und dann sieht es zum Teil so aus, wie als ob er nicht durchgebacken ist. Weil er sieht halt so leicht matschig aus. Das liegt halt auch am Apfelsaft und so. Und um dem etwas entgegenzuwirken, gebe ich heute etwas Backpulver dazu. Da wird er gelockert. Und hoffentlich dann nicht so stark zusammengedrückt wie ohne Backpulver. Dadurch, dass ich den Mürbteig jetzt nicht ausrollen werde, sondern einfach im Ring drücken werde, braucht er keine Ruhezeit. Ich kann also den Ofen einschalten. Den stelle ich mal auf Ober- und Unterhitze, 200 Grad. Da kann ich jetzt kurz vorheizen. Hier habe ich 50 Gramm Zucker, dann 100 Gramm Butter. Das vermische ich immer nur ganz kurz. Die Butter hat ja Zimmertemperatur und durch die Wärme der Hand schmilzt die halt wirklich sehr schnell. Das heißt, hier kann ich das alles in kürzester Zeit vermischen. Und sobald es hier auch schon ein bisschen vermischt ist, kann ich auch schon 150 Gramm Mehl und 5 Gramm Backpulver dazugeben. So, der Mürbeteig sieht jetzt so aus. Den lege ich jetzt einfach in den Ring und drücke ihn hier flach und drücke damit quasi den Ring aus. Das war's schon. Einfach so ein bisschen ins Eck drücken. Wer das schöner haben möchte, der kann den Mürbeteig natürlich auch in den Kühlschrank tun für eine halbe Stunde, bis er etwas abkühlt, bis er etwas Ruhezeit hat. Und einfach ausrollen, ausstechen. Aber wenn man das jetzt so macht, macht es auch keinen großen Unterschied. Der kommt jetzt gleich in den Backofen für ungefähr 10 Minuten, bis er so leicht braun wird oben. Und dann machen wir mit der Masse weiter. Mein Mürbeteig ist gerade aus dem Ofen gekommen. Ist jetzt ein Ticken dunkler, als ich es eigentlich haben wollte. Das ist halt, wenn man kurz abgelenkt ist, nicht auf an den Ofen schaut. Passiert sowas. Das ist jetzt nicht auf keinen Fall zu dunkel, das ist noch völlig okay. Der wird halt etwas knackiger sein. Stört natürlich bei dem Kuchen auch überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt noch Folgendes hergerichtet. Ich habe 500 Gramm Magerquark, habe hier Vanillearoma drauf gegeben, habe zwei Eier, 80 Gramm Stärke, 200 Gramm Zucker, 5 Gramm Salz und wie gesagt meine 600 Gramm Äpfel. Jetzt soll ich einmal hier die Quarkmasse vermischen. Gebe ich Salz und Zucker dazu. Dann die Stärke. Das wird jetzt natürlich gut binden. Aber wenn ich jetzt die Eier da vorher dazu gebe und dann die Stärke, dann kriege ich Stärkeklumpen. Und so, auch wenn die Masse etwas fester ist, kann ich die Stärke besser untermischen. Sehr schön.
Jetzt kommen noch die zwei Eier dazu. Die auch nur kurz untermischen. So sieht die Masse jetzt aus. Jetzt gebe ich einmal meine Äpfel auf den Kuchen. Das sieht man mal, diese grünen Äpfel. Selbst hier eine halbe Stunde im Zucker ist da kaum Saft ausgetreten. Also die sind schon echt... Puh. Ich habe einen so gegessen, ja, der war schon echt sauer. Deswegen habe ich mich entschieden, daraus einen Kuchen zu machen, weil dann ist es nicht ganz so schlimm. Jetzt nehme ich meine Masse. Ich habe jetzt meinen Ofen nicht ausgemacht, sondern ich habe ihn auf 180 Grad runtergedreht, auch auf Ober- und Unterhitze. Und da backe ich jetzt den Kuchen fertig. Schön die Äpfel bedecken. So. Das war's. Der Kuchen ist erstmal fertig. Und der kommt jetzt im Backofen bei 180 Grad. 50 Minuten später sieht mein Kuchen so aus. Und ich muss sagen, für mich mega lecker schaut der aus. Man sieht ein bisschen die Äpfel, hier eine richtig schöne Farbe. Oh, da bin ich echt gespannt drauf, wie der schmeckt. Den lasse ich jetzt einmal komplett auskühlen. Das ist so ähnlich wie ein Käsekuchen. Auch beim Käsekuchen ist es ganz normal, wenn man den raustut, dass er ein bisschen zusammensinkt. Das wird hier auch passieren. Aber das tut ja dem Geschmack keinen Abbruch. Und deswegen bin ich echt gespannt, wie der schmeckt. Also einmal auskühlen lassen und dann tun wir ihn mal anschneiden. Mein Kuchen konnte jetzt einigermaßen auskühlen. Also perfekt kalt ist er nicht. Ich hoffe, das rächt sich jetzt nicht beim Anschneiden. Aber es ist wirklich schon Kaffeezeit und deswegen muss er jetzt da raus. Ich habe ihn jetzt einmal auf meine Platte gehoben. Jetzt fahre ich einmal mit meinem Messer hier am Rand entlang. Da solltest du aufpassen, dass ihr ein glattes Messer nehmt, keins mit Zacken. Denn die mit Zacken, die rubbeln hier Metall von der Platte. Und Metall im Kuchen will dann doch keiner haben. So, geht schön runter, schaut mal die Farbe an, sehr schöne Backfarbe. Jetzt werde ich mal ein Stück rausschneiden. Sehr schön. Also es hat sich nicht gerecht, die Masse ist schön fest, sie läuft nicht auseinander. Man sieht, das, was ich gemeint habe mit dem Boden, denke ich, wenn da jetzt kein Backpulver drin gewesen wäre, wäre noch dünner, noch ja, matschig, kann man, glaube ich, ja, kann man das Wort benutzen. Er ist halt durchgebacken, das war das Wichtige, man muss den Kuchen vorbacken, denn durch den Saft der Äpfel und durch die Masse wird er dann nichts, also der wird dann kaum gebacken werden. Auch, dass jetzt etwas dunkler ist, tut dem, ja, macht jetzt keinen großen Unterschied. Also es wird etwas knackiger sein, aber das ist ja völlig okay. Ich möchte ja nicht, dass er total durchgeweicht ist wegen dem Apfelsaft. Also ich würde sagen, optisch wirklich sehr schön. Geschmacklich werde ich gleich testen bei einem schönen Testing-Kaffee. Ich würde sagen, probiert dieses Rezept mal aus. Und wie immer, schreibt mir, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.